Moin Leute und ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, wie ihr seht, ich bin nicht alleine, ich habe mal wieder den guten alten Nils mal wieder dabei. Moin Moin! So, auch ein Moin Moin an Nils Zuschauer. Nils nimmt auch ein Video auf, ich werde seinen Kanal... ihr werdet auch Nils Kanal auch in meiner Videobeschreibung mal verlinken. Ja. Was denkt ihr, was haben wir mal wieder vor? Perfekt. So, weil mir viel Gelächter gefüllt ist und viel Spaß und gut. Wir machen mal wieder so eine kleine Farm-Challenge auf Silber 1. Das, die wir mal vor Ende Januar mal gemacht haben, die Aufnahme mit Noel noch. Aber Noel ist leider nicht da und ja, ihr seht, wir Nietzsche war damals Support, Probe-Support und jetzt hat er Supporter Plus schon. Und ich bin zurzeit auch noch Probe-Supporter im Team. Aber ja. Ja, was werden wir denn jetzt machen in dieser Art Farm Challenge schon damals? Also ich erkläre mal, wir hatten damals so damals gemacht eine Eisen-Farm Challenge. Wir haben Eisen in 10 Minuten findet. Hatten wir damals gemacht. Ich verlinke euch das Video mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal gerne abchecken. Aber dieses Mal werden wir Golderz machen und suchen und farmen. Und ist auch in 10 Minuten, das heißt wir haben es jetzt 20 Uhr 31, das heißt wir werden höchstwahrscheinlich um 32 beginnen gleich mit dem Laufen. Das heißt dann um 42 werden wir dann auch aufhören und wieder hier vorne am Spawn treffen. Ja, jetzt noch, diesmal wird es keine Bestrafung geben. Wenn ihr von sowas mehr haben wollt, dann ihr wisst was zu tun ist, abonnieren, die Glocke aktivieren. Ein Kommentar schreiben und ein Like da lassen, das würde mich und mich sehr freuen. Und ich würde sagen, ja, wir beginnen dann gleich um 33, wenn das Ding um auf 32 umgesprungen ist. Nietzsche, hast du sonst noch irgendwelche Themen, die du vielleicht ansprechen willst, die ich so nicht erwähnt habe? Ja, natürlich. Erstmal nochmal Hallo auch an deine Zuschauer. Ich will auch ein Video aufnehmen, das wird auch auf meinem Kanal aufkommen, sozusagen eine Farm-Challenge V2. Das jetzt glaube ich schon erzählt hat. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts Großes zu erzählen. Ich sehe auf meinem Timer, dass in 16 Sekunden 33 ist, dann geht's los. Was wichtig ist, wir haben keine Homes, also wir laufen hier von Spawn aus und wir haben nur eine, also ich habe nur eine Diamond Picke und eine Diamond Schaufel. Gut, dann würde ich sagen 3, 2, 1, Feuer! Gut. Let's go. Oh! Erstmal Gefährtfinger drin. Erstmal verspätet losgehen, das heißt, dann jetzt um 20.43 Uhr werden wir wieder uns am Spawn wieder hier vorne treffen. Also am Farm-Spawn hier vorne. Und ich würde sagen, ich wünsche dir viel Glück, Nietzsche. Ja, ich natürlich auch. Ich würde der beste der Farmer gewinnen. Ne? Ja. So, wir suchen nun jetzt Golderz. Das heißt, erstmal suchen heißt das für uns. Knapp 10 Minuten noch. Oder schon gleich 9 Minuten, weil die Zeit vergeht wie im Flug, muss man sagen, heute. Gut. Ich buddel mich sonst gleich mal irgendwo straight runter, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie jetzt Nietzsche vorgeht, deshalb ist es natürlich aus seiner Sicht wahrscheinlich auch was Spannendes, und so wie auch aus meiner Sicht. Ich denke, dass mich auch Nietzsche auch mal verlinken wird in der Videobeschreibung, weil die wahrscheinlich auch die meine Sicht mal sehen wollen, wie ich farme. Aber ja, ich hoffe euch, dass es allen soweit euch soweit gut geht, dass ihr die Krise relativ noch gut durchsteht. Aber ja. Okay, wie sieht's denn bei dir schon aus, Nietzsche? Hast du schon was oder habt ihr gerade. Ich bin immer noch auf dem Weg. Ja, ich suche gerade auch noch. Aber ich glaube, langsam habe ich hier meinen Ort gefunden, wo ich mal anfangen kann vielleicht. Und ich hoffe natürlich auf gut Glück. Möge wie damals das Eisenerz, dieses Mal das Golderz mit mir sein. Oh Gott, jetzt wird er Macht, ja komm, jetzt da muss. So. Weil heute habe ich noch mit der Freizeit Star Wars Film geschaut. Ne? Ja, ist klar, ne. Übrigens, an die Fußballfans, wie fandet ihr eigentlich das Spiel von Schweiz gegen Frankreich? War ein heftiges Spiel. Haut mal, wenn ihr es geschaut habt, haut mal heute Kommentare, eure Meinung in die Kommentare. So, perfekt. Ich fange jetzt mal hier vorne an.
Ach, denke, klar. das ist ein guter, guter Platz ist das hier. Ich sehe das jetzt schon. Gut, das natürlich kann ich auch natürlich das mit triggern. Kannst ja schon angeben, was er gefunden hat, obwohl er nichts gefunden hat, oder er hat schon was gefunden, dass er mir nur ein bisschen Druck macht, dass ich jetzt auch schnell was finden soll. Aber das kann man auch natürlich auch machen, dass man den Gegner leicht veräppelt, dass er schon was gefunden hat. Aber ja. Oh, hätten wir Eisen Challenge gemacht, hätte ich jetzt schon mit 8. Okay, wäre ich jetzt schon mit insgesamt 11 Eisen im Vorsprung, 12 sogar. So, jetzt mal an die Zuschauer, also wir beide haben das gleiche Equipment, das heißt eine Picke und eine Schaufel, die nicht verzaubert sind. Jetzt fragen sich einige, ja, Rüstung ist auch gleich, aber jetzt sehen die Zuschauer bei mir, dass ich einen verzauberten Helm habe. Es kommt darauf an, es ist gerade so, dass Nietzsche das Night Vision Perk hat, das heißt das Nachtsicht Perk hat und ich halt nicht. Da habe ich meinen Nachteulenhelm jetzt halt angezogen. Ich werde auch was sehen und dass ihr was seht, ist halt wichtig. Und ich Ja, buddel mich gerade straight runter, weil ich gerade nichts mehr finde. ich habe auch direkt eine Höhle gefunden, aber die scheint schon gelootet zu sein, weil hier Fackeln sind. Das wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt die 10 Minuten in einer Höhle verbringe, wo, Gar nichts ja, ist. voll, ne? Guck, jetzt hätten wir doch die andere Challenge gemacht mit Lapis, hätte ich jetzt schon. Wow. Na gut, jetzt hätte ich auch hier gerade, jetzt habe ich auch gerade Cola, aber wir suchen keine Cola. Ich baue mich gerade mal überall straight hin, aber ich finde gerade einfach nichts. Ey, ich finde gerade so viel Eisen, aber ich laufe einfach an allem vorbei. War es noch damals noch mit, sag ich mit Noel, der statt Eisen einfach irgendwie Gold gefunden hat und jetzt suchen, wenn wir Gold suchen, finden wir einfach nichts. Ach so, ja, was die Zuschauer vielleicht noch wissen sollten, wir schauen den anderen nicht ins Inventar. Eigentlich. Am Hast du das schon Ende, am gemacht? Ende, am Ende, Ja, ne? erst am Ende, Erst damit's. am Ende, dass wir erst das noch was rauskriegen. Aber erst am Ende schauen wir ins Inventar. Aber wir schauen jetzt nicht ins Inventar, weil es sonst einfach nicht okay Sonst wäre. wäre es ja langweilig. Ja. Wir wollen uns da relativ spannend halten. Ich finde gerade einfach gar nichts. Ich habe Kohle gefunden, aber ich brauche ja keine Kohle. Wir suchen ja Gold. Nietzsche, das letzte Mal, das als wir das erste Mal gemacht haben, hätten, dann hätte glaube ich Noel sogar gewonnen. Mit dem Farmen, als wir es zum ersten Mal gemacht haben. Ich Weißt du, glaube. ich habe 5 Diamanten gefunden. Das Geld will mich komplett hops nehmen. Jetzt finde ich wieder Lapis. Ich schwör's dir, Lapis ist und hier sind einfacher zu finden als einfach Gold. Und weißt du, wenn man dann mal nicht auf Gold geht, sondern keine Ahnung, Eisen oder Dias, dann findet man nur Gold. Ja, ist halt. Okay, hier ist ein Spieler anscheinend direkt, also gestorben. Da gehe ich jetzt nicht hin. Aber ich finde selber gerade einfach gar nichts. Oh Gott, wir haben fast nur noch 5 Minuten gerade. Fällt mir gerade auf. Das ist für uns schon Ey, ich richtig. laufe die ganze Zeit in Sackgassen. Nein, Zombie, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Bleib weg von mir, bleib weg von mir. Ja, töte ihn, töte ihn. Ja, Mein Hase läuft jetzt mir mit. Ich finde töte einfach gar nichts. Wenn man einmal eine Höhle. Ist halt wirklich so, wenn man einmal nach Gold sucht, findet man gar nichts. Aber wenn man mal nach Eisen, Redstone, whatever farmt, dann findet man mal schön paar Goldsachen. So, und soll ich sagen, wenn wir jetzt bis jetzt nicht. What the Fisch? Gut. Was war das? Eine Zugkuppe. Ich wohne in der Nähe eines Hauptbahnhofes, deshalb hätten wir auch ab und zu eine Züge. Aber gut, ich soll jetzt sagen, wenn wir jetzt gleich nichts finden, vielleicht verlängern wir einfach die Aufnahme noch um 10 Minuten und 5 Minuten, dass wir nochmal mehr Zeit haben, wenn wir jetzt einfach nichts finden. Aber, Digga. Wenn man einmal was sucht, findet man nichts. Also ich will mal kurz anmerken, mein Timer sagt noch 3 Minuten 8. Ich Also habe das letztens. Gefühl, dass ich hier hinten schon war. Das wäre natürlich jetzt. Bitte. Ja, hier war ich glaube ich schon. Das ist natürlich sehr toll. Ich bin der beste Miner im ganzen Game, bin ich ehrlich.
ey, hätten wir wieder die Eisen-Challenge gemacht, ich hätte wieder mit, keine Ahnung, 40 mehr Eisen gewonnen, als du überhaupt gefunden hättest. Nein, Spaß, aber... Ich hab hier so einen Stollen. Ich hab hier gerade einen Stollen einfach mal gefunden. Vielleicht habe ich ja hier gedrückt, weil hier sitzt, ich habe hier Redstone, Kohle. Boom! Boom! Erstes Gold, erst zweites Gold, erst drittes Gold, erst. Anitze? Muss jetzt auch noch was. So, Kohle, Kohle, Kohle. Also Dredstone habe ich hier auch gerade wieder genug. Aber ich brauche Gold. Ich brauche Gold. War ich schon. Was? So, Nietzsche. Wollen wir verlängern oder wollen wir dann beim 43 wieder aufhören? 10 Minuten mit extra. Lass noch 2 Minuten verlängern, okay? Okay, das heißt bis um 9:15 machen wir es jetzt, okay. Genau, Punkt 4:15. Mann, diese blöden Spinnweben, ey. Den habe ich nicht einmal schon an der Seite lang. Ne? Dann machen wir einfach kurz mal Trick 17. Mal uns so durchzuwühlen. Das sieht man eigentlich bei dir in der Aufnahme die Koordinaten oder nicht? Ja. Und bei mir sieht man auch die Koordinaten. Weißt du, ich fragt, warum ich unten links so ein Bild habe, das finde ich doch nice, wenn man dort so ein Bild hat, keine Ahnung. Da habe ich einfach mal einen Screenshot gemacht auf meinem Plot mit, als ich auf meinem Video da stand. So. Das heißt, es ist bis um 15:45. Um Punkt 15:45 gehen wir / spawn ein und dann 30 Sekunden fest. Das heißt, Punkt 15:45 / spawn eingeben. Und danach, ja. Geht. Da war Lava, würde ich sagen. Ja, ist klar, ne? Nietzsche, wir suchen nach Golderz, oder? Ja. Weißt du, was ich finde? Ich finde hier einfach mal so einen kleinen Spawner einfach mal. Ich setze mir, glaube ich, hier mal einen. Zwei Spawner, ja, lecko, das Set Home, Stollen. Ja, also die 10 Minuten werden jetzt um. Aber wir machen ja noch 2 Minuten Verlängerung, wie gesagt. Das heißt, bis um 15:45. Da wird nicht so 10 Mal gerade gesagt. Alter. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht sterbe, ich hab das Lava, ja. Das ist vorteilhaft. Oh, ich hab eine Lore, aber die ich nicht brauche. Nee, ich finde gerade einfach gar nichts mehr. Ich gebe gerade mein Bestes beim Suchen, aber egal, ist es. Oh, es ist gleich 4:15. Ja, wir haben noch knapp eine Minute, Nietzsche, wir haben noch knapp eine Minute. Ja, gut, ne? Ja, ist. Ich hasse Spinnenweben. Lass mich los, Spinnenweben. Jetzt mal eine Frage. Ich habe gerade hier so ein Minecart mit 2 Gold. Das ist ja nicht wahrscheinlich, oder? Nein, es sind ja Gold. Ja. Gold erst. Ja. Stimmt, ich nehme es aber mir für privat mit mal mit. Und das brauche ich dann wieder in den Tresor bei mir rein. Das heißt, ich zahle nicht. Okay, nee, ich denke, hier finde ich nichts mehr. Denk an Punkt 45. Und in 15 Sekunden ist es um. Ja. Das heißt, wir haben noch 15 Sekunden was zu finden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt Spawn eingeben. Nicht mehr fahren. Okay. Ich bin am Spawn, genau. Das mal hier in die. Genau, perfekt. Na gut, ne? Gut.
Dann bleiben wir Dann. jetzt hier. Ja, also, hast du eine zweistellige Zahl? Ja, ich gehe mal gleich Ims hier schon mal ein und ich öffne jetzt dein Ims. Ich gehe heulen. Nein. Okay. 3 plus 23 auf 40. Oh. Ja gut, das heißt sozusagen 2 zu 0 für mich, würde ich sagen, an der Stelle, ne? Ja, also nochmal ein Video an den guten Nizem, der mal wieder die zweite Farm Challenge mal wieder gewonnen hat. Ich sag Glückspilz, aber wie heißt es so schön? Alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Das heißt, beim dritten Mal wird er auch immer gewinnen, beim vierten Mal wird er wahrscheinlich verlieren, wenn wir so weit überhaupt gehen werden. So. Dann würde ich sagen, dann danke ich euch fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, bleibt gesund, Leute. Euer Blaubis und der gute alte Niete. Ciao, ciao. Hallo.